Ich möchte dir heute meine Möglichkeit vorstellen, die dir nicht nur den kalten Winter in Deutschland erspart, sondern dir auch die Möglichkeit bietet, Geld zu sparen, ja sogar fast Geld zu verdienen und dir noch dabei hilft, den Zugriff des Staates vor deinem Vermögen zu verhindern. Du kannst also gespannt sein. Der Winter in Deutschland ist oft kalt, trüb und grau. Aber ich werde dir heute zeigen, wie du diesen Winter in Nordzypern und Dubai in vollen Zügen genießen kannst und dabei die Chance hast, ein vielversprechendes Immobilieninvestment zu tätigen mit guter Rendite und extra Bonus, einem tollen Lifestyle. Bitte bleibe also bis zum Ende meiner Ausführungen dabei, um alle spannenden Details zu erfahren und jeden einzelnen Vorteil, den man ausspielen kann. Mein Name ist Dr. Florian Roski. Ich bin Analyst, Investor und Macher und nehme dich in meinen Videos mit auf meiner persönlichen Freiheitstour mit dem Ziel, dass du hier so einiges für dich selber lernen und übernehmen kannst. Hier ist Real Talk angesagt. Teil 1, das Wetter. Beginnen wir mit dem wohl offensichtlichsten Unterschied des Wetters. Der deutsche Winter kann mit seinen kalten Temperaturen, grauen Himmel und kurzen Tagen oft echt lästig und deprimierend sein. Nordzypern und Dubai dagegen bieten in den Wintermonaten ein warmes, mildes Klima für Outdoor-Aktivitäten und Erholung. Das heißt, während andere vielleicht kränkelnd in Deutschland sitzen und sich Vitamin-D-Tabletten reinpfeifen müssen, hast du die volle Superpower und genießt dein Leben in vollen Zügen. Dazu brauchst du im Prinzip nichts anderes als eine gute Qualifikation und den Willen, dir einen Job zu suchen oder zu bauen, den du von jedem Platz der Welt ausüben kannst. Aber so ist es ja immer im Leben, Freiheit und Glück wird dir eben nicht auf dem Silbertablett serviert. Darüber hinaus stimuliert auch der Wechsel des Arbeitsplatzes deine Kreativität und gibt dir auch eine gewisse Distanz zu deinem normalen Leben und die Möglichkeit, die Metaperspektive einzunehmen und dein Leben von der Außenbetrachtung hin zu optimieren. Für mich selbst war auch Corona im Nachgang das größte Geschenk, denn es hat mir gezeigt, dass ich ganz schlecht damit leben kann, wenn man mir zu viele Vorschriften macht oder mich einsperrt. Ein Teilnehmer meiner Dubai Investment Tour von letzter Woche hat es wie folgt genial, aber auch etwas überspitzt auf den Punkt gebracht. Christian meinte, dass das Impfprogramm nichts anderes war als ein Intelligenztest oder Willenstest, um sich frei und eigenständig aufzustellen. Und so sitze ich nun im Winter in Dubai oder in Nordzypern und mein Leben war noch nie besser als heute. Denn die C-Politik und auch die Ampelpolitik haben mir geholfen zu erkennen, was ich definitiv im Leben nicht will. Aber kommen wir zu den ökonomischen Aspekten und Learnings einer Deutschland-Winterflucht. Die Kosten. Nun könntest du denken, dass das Überwintern im Ausland teuer ist. Aber das ist nicht unbedingt der Fall. In Nordzypern gibt es gerade im Winter sehr erschwingliche Unterkünfte. Besonders genial ist zum Beispiel der Erwerb einer Immobilie in Dubai, um an den extrem schnell wachsenden und sich positiven gesellschaftlichen Entwicklungen teilzunehmen. Mein Eigenheim hier in Dubai hat sich in gut einem Jahr um fast 150.000 Euro im Wert gesteigert. In Nordzypern ist es nicht ganz so warm im Winter, aber es lässt sich trotzdem gut ohne Heizung auskommen. Das heißt, du kannst im Winter deine Ferienwohnung in Nordzypern selber nutzen, also in der Off-Season, und im Sommer, also zur besten Zeit, vorausgesetzt natürlich, die Wohnung ist in einer sehr beliebten, guten A-Location, kannst du deine Wohnung traumhaft Kurzzeit vermieten lassen und damit eine Top-Location
Rendite einfahren, denn du nutzt die Wohnung selber in der Off-Season und vermietest sie in der On-Season. Also ein absolut genialer Schachzug. So kostet sich am Ende des Tages deine Ferienwohnung nichts, sondern bringt dir auch noch Geld. Die Lebenskosten sind natürlich im türkischen Teil von Zypern, in Nordzypern, wesentlich günstiger als in Deutschland. In Dubai sind allerdings die Kosten etwas höher, aber dafür ist dein Lebensstandard exorbitant höher im Winter in Dubai als in Deutschland. Und so kann sich jeder deutsche Winterflüchtling, je nach Geldbeutel, sein Leben extrem gut konfigurieren. Geldbeutel tiefer, mehr Luxusansprüche, vielleicht Dubai. Geldbeutel ein wenig flacher, Nordzypern ein super günstiges Leben, gute Rendite und damit auch die Chance, weiter Vermögen aufzubauen und beides außerhalb der EU. Aber, und nun wird es richtig spannend, wie kannst du parallel dazu auch noch in Deutschland Geld sparen? Erstens, jeder weiß, wie teuer die Energiekosten in Deutschland ist. Wir haben die teuersten Energiekosten der Welt und die Ampel tut absolut alles, damit es auch so bleibt. Die CO2-Besteuerung wird bald schon wieder angehoben, die Mehrwertsteuer wird auch bald schon wieder angehoben auf Gas. Ja, aber was ist jetzt, wenn du gar nicht mehr im Winter in Deutschland bist? Dann kannst du im Prinzip auf die Heizung mehr oder weniger verzichten, musst sie auch nicht austauschen. Du könntest sogar fast einen Durchlauferhitzer fürs Warmwasser im Sommer installieren und damit sparst du dir die Heizkosten, das schnelle Umrüsten einer Heizung, kannst nur mit der Ersparnis deiner Heizung im Prinzip schon fast in Nordzypern überwintern. What? How weird ist das? Da ich in Deutschland eine sehr große Altbauwohnung hat im Prinzip oder könnte ich mit der Rückerstattung, die ich im ersten Jahr Winterurlaub Flucht aus Deutschland bekommen habe, definitiv in Nordzypern überwintern und sie hat auch einen guten Teil der Lebenshaltungskosten hier in Dubai finanziert, denn im Winter in Dubai musst du weder großartig kühlen, noch musst du heizen. Also ideal, top also für Energiesparer. Jetzt kommt's aber noch geiler. Ich habe mir vor kurzem ein Balkonkraftwerk installiert. Hierzu nochmal das Video. Und dieses Balkonkraftwerk produziert im Sommer maximalen Strom, den ich halt gleich verwenden muss. Und im Winter, funktionieren Solaranlagen im Prinzip nicht in Deutschland. Aber das betrifft mich ja auch gar nicht, wenn ich in Deutschland nicht da bin. Das heißt, ist die Sonne weg, bin ich weg. Ist die Sonne da, gibt Vollgas, bin ich da und gebe Vollgas. Und so habe ich natürlich die ideale Verwendung auch der Stromerzeugung aus meinem Balkonkraftwerk und kann so wiederum super Strom sparen und allein mit meiner Balkonkraftanlage eine traumhafte Rendite erzeugen. Ja, machen wir weiter. Natürlich brauchst du auch für dein Auto in Deutschland in Zukunft nur noch ein Saisonkennzeichen. Und auch das spart natürlich wieder ein bisschen Geld. Und eines der Sachen, die sich damit am meisten Geld sparen, ist, dass du in Zukunft keine Winterklamotten mehr brauchst. Und wir sind uns sicherlich alle einig, dass die Winterjacke eines der teuersten Investments deines Schrankes ist. Das heißt, wenn du nur noch im Sommer lebst, kannst du auf Socken verzichten, lange Hose verzichten, Winterklamotten verzichten, so ein Shit wie Übergangsklamotten verzichten, sondern, so wie ich, kannst im Prinzip in T-Shirt, kurze Hose und Crocs das ganze Jahr durchleben und sparst damit ein Vermögen, das sage ich dir. Aber es wird noch besser. Mit deinem Immobilieninvestment bekommst du in der Regel auch in Dubai oder in Nordzypern sehr einfach Zugang zu einem Aufenthaltstitel. Also hier bekommst du gleichzeitig noch einen Plan B und mit diesem Aufenthaltstitel und dann der sogenannten Permanent vor Ort hast du auch Zugang zu einem neuen Banken- und Investmentsystem und alleine hier in Dubai bekomme ich auf meinem Girokonto, jetzt halte ich fest, 6% Zinsen. Wow! Damit begegnest du natürlich auch easy der aktuellen Inflation in Deutschland.
Also wunderbar, auch hier wieder hast du mit einer Patsche zwei Fliegen erledigt. Kultur und Sprache. Ein weiter wichtiger Aspekt ist natürlich Kultur und Sprache. Sowohl Nordzypern als ehemalige englische Kolonie, aber auch Dubai, wo 85% der Bevölkerung Globalbevölkerung ist, kommst du mit Englisch wunderbar zurecht. Das ist nicht wie in Deutschland, wenn du in einem Supermarkt gehst oder zum Friseur gehst, da hilft dir Englisch relativ wenig, sondern hier wird überall Englisch gesprochen und wenn du einigermaßen gutes Schulenglisch drauf hast, ansonsten empfehle ich kleine Englischkurse, kommst du hier wunderbar klar, kannst dich traumhaft verständigen und kannst vor Ort die kulturellen Vorzüge nutzen und hast im Prinzip noch mal eine Art zweites oder drittes Leben und das bringt auch wieder richtig Schwung in dein Leben, aktiviert und macht Freude. Gesundheitsvorsorge und Immobilieninvestment. Klar, Gesundheitsvorsorge und auch Behandlung bei Krankheit ist wichtig. Nordzypern als Beauty Hub und natürlich auch Dubai als die Metropole schlechthin bietet traumhafte medizinische Versorgung. Also hier wirst du dich wunderbar aufgehoben fühlen. Und auch für denjenigen, der neue Haare braucht oder neue Zähne und das ist in Deutschland zu teuer, ist natürlich in Nordzypern wunderbar aufgehoben. Denn beide bieten alles in diesen Bereichen und beide bieten noch wesentlich günstigere Versorgung bei dieser Art von Dingen, denn hier gibt es Personal im Überfluss und wir haben definitiv keinen Fachkräftemangel. Wenn du von den Vorteilen des Überwinterns in Dubai oder Nordzypern genauso wie ich überzeugt bist und Interesse an einer klugen Investition in Immobilien hast, in diesen aufstrebenden Märkten, würde ich persönlich mich natürlich freuen, wenn ich dir dabei helfen kann. Es lohnt sich definitiv, über diese Chance nachzudenken und ja, beim Grübeln, aber auch beim Austausch helfe ich dir natürlich gerne. Du musst einfach nur den Link klicken unter dem Video zu Dubai oder Nordzypern, was dich eben mehr interessiert und du wirst alle Informationen bekommen, die mit einem möglichen Investment in Dubai oder Nordzypern verbunden ist. Zusammenfassend lässt sich also nochmal sagen, dass Überwintern in Nordzypern in Dubai im Vergleich zu Deutschland viele Vorteile bietet. Das angenehme Wetter, die niedrigen Lebenshaltungskosten in Nordzypern, die kulturelle Vielfalt, die erstklassige Gesundheitsversorgung machen diese Orte zu attraktiven Winterdomizilen für Winterflüchtlinge. Luxus in Dubai, günstiges und traumhaftes Leben in Nordzypern. Wenn du also maximal günstig oder luxuriös dem kalten und grauen Winter in Deutschland entfliehen willst und unvergessliche Zeiten erleben möchtest, solltest du Dubai oder Nordzypern wirklich in Betracht ziehen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und beste Grüße aus meinem Office hier in Dubai, denn nur wer vorlebt, kann erzählen.